Was für ein System! Was ist das nur für ein System, in dem die einen gezwungen sind, für andere zu arbeiten, während die anderen Produktionsmittel und Maschinen besitzen und Menschen für sich arbeiten lassen? Ein System, in dem die einen noch so viel ackern können und es trotzdem nicht zum Leben reicht, während das Vermögen der anderen ohne ihr Dazutun sich über Nacht vermehrt. Was ist das nur für ein System, in dem die Beschäftigten keinen Einfluss darauf haben, was sie wie produzieren und für wen? Ein System, in dem sie ihren Lohn in weniger als ein Viertel der Arbeitsstunde erarbeitet haben und dem Chef mehr als drei Viertel ihrer Arbeitsstunde schenken. Was ist das nur für ein System, in dem nicht produziert wird, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern nur deshalb, um immer mehr Profit zu machen? Ein System, in dem dringend benötigte Arbeiten liegen bleiben oder schlecht bezahlt werden, während die Stellenfresser, Umweltverpester und Kriegstreiber Traumgehälter erzielen. Was ist das nur für ein System, das darauf angelegt ist, andere immer weiter zu unterbieten und Beschäftigte zu entlassen? Ein System, in dem sich Boom und Krise zwangsläufig abwechseln und in dem die Krisen immer länger andauern, härter werden und immer mehr Menschen treffen. Was ist das nur für ein System, in dem die gehobenen Beamten mindestens 4.000 Euro Pension im Monat erhalten? Ein System, in dem den meisten Müttern und Hausfrauen später im Alter keine 300 Euro im Monat zur Verfügung stehen und sie deshalb die Abfalleimer nach Essensresten durchsuchen müssen? Was ist das nur für ein System, in dem sich Menschen wie Waren verkaufen müssen, obwohl auf dem Arbeitsmarkt völlig ungleiche Machtverhältnisse zwischen dem Arbeitsanbieter und Arbeitsnachfrager bestehen? Ein System, in dem es so viele Arbeitslose gibt, dass die Bosse allein die Arbeitsbedingungen bestimmen und alle froh sind, dass sie überhaupt noch Arbeit haben. Was ist das nur für ein System, das immer mehr produzieren muss, um zu überleben, und wo ein Rückgang des Wachstumszuwachses sofort als Krise, Rezession, Wirtschaftsschwäche oder Konjunkturflaute bezeichnet wird, obwohl die Produktion unter Umständen noch weiter steigt, nur eben nicht mehr so stark wie zuvor? Ein System, in dem paradoxerweise alles zum Wirtschaftswachstum beiträgt, was nur irgendwie Geld einbringt, was dazu führt, dass nachbarschaftliche Hilfen und Hausarbeit keinen Beitrag dazu leisten, während Rüstungsverkäufe und Aufräumarbeiten nach einem Unfall im Atomkraftwerk unsere Produktion steigern. Was ist das nur für ein System, das so weit entwickelt ist, dass es keine unangenehmen Arbeiten mehr zu geben bräuchte und alle nur noch halb so viel zu arbeiten bräuchten, um die nötigen Arbeiten zu verrichten? Ein System, das die Menschen trotz der technischen Möglichkeiten noch länger und härter arbeiten lässt als zuvor. Denken Sie an die Zeit, an die Redezeit. Es sind ja so viele Menschen, die hier noch sind. Dieses System ist nicht die beste aller möglichen Welten und kann nicht das Ende der Geschichte sein.